So, moin, jetzt kommt es zu Let's Play Kingdom Hearts, Hardy 2 Remix, Kingdom Hearts 2 Final Mix. Yo, im letzten Part haben wir, oh mein Gott, was haben wir im letzten Part gemacht? Ach ja, genau, die Turniere beim hier in der Arena Solymps, hier in der Unterwelt, stimmt. Ich musste gerade überlegen, was ich gemacht habe im letzten Part. Ich habe in der Zwischenzeit jetzt offscreen ein bisschen was getan. Ich zeige euch einfach mal, was ich gemacht habe. Es hat mit dem hier was zu tun. Ja, ich habe mich auch ein bisschen trainiert, aber wir haben Pyrop-Splitter im Ladenwerper, Pyrop-Tropfen, Pyrop-Stein, Cyanid-Splitter, Cyanid-Stein, Donner-Splitter, Lucid-Splitter, Lucid-Tropfen, Achat-Splitter, Achat-Tropfen, bestimmt Achat-Stein auch, war klar. Finster-Tropfen, Finster-Stein, Zivilit-Splitter, Zivilit-Tropfen und ich habe ein bisschen gefarmt. Ja, ich habe ein paar Items geholt. Soweit es ging, habe ich alle Sammelziele jetzt abgeschlossen. Der Grund ist einfach, ich habe das während des Trainings gemacht, bin in alle Welt nochmal abgelaufen, jeweils immer ein paar Mal, bis ich die Anzahl dann hatte, nachher. Ich habe wirklich nicht mal nachgeschaut, wo ich was bekomme, ich habe einfach gekämpft. Wirklich, im Prinzip, ich habe wirklich nur gekämpft und ja. Im Prinzip fehlen uns jetzt noch die vier Gegenstände, die wir von den Pilzen bekommen. Deswegen habe ich auch noch nicht alles abgeschlossen hier. Deswegen fehlt uns hier noch ein bisschen was. 56 Sachen haben wir abgeschlossen, es sind 60 Stück sind das insgesamt. So. Ich habe auch schon nachgeschaut, ich habe geguckt, natürlich klar, was man so bekommt. Wir können dann einmal hier die Sachen machen, damit wir die Sachen bekommen. Mein Stab mit exzessiv hoher Angriffskraft, aber auch die Angriffsmagiekraft erhöht sich. So, dann können wir auch vielleicht endlich mal die letzte Stufe vom Mokri erreichen. Was ziemlich gut wäre. Der Expertenring natürlich auch einmal. So, Maximum AP-Wert exzessiv erhöht, sehr hoch sogar. Freund Christa können wir nicht machen gerade. Dann gehen wir mal kurz den Megapotion einmal hochleveln. Ach, verdammt, ja, genau. Warte mal. So machen. So. Und herstellen. Mega-Ether. Gut, haben wir. Abilitamin können wir auch einmal hochleveln. Was wird daraus jetzt? Ach, Magie, ja klar, Magiesphäre. Und herstellen. Wir machen jetzt erstmal die Sachen mit dem Schmieden. Jetzt ist Mokri Primus. Mokri ist im Level aufgestiegen. Brückenmaterialien werden für die S-Formel halbiert. Somit ist unser Mokri maximales Level. So. Ein paar Sachen können wir einfach gerade nicht, weil uns jetzt gerade mit Trilsplitter fehlen. Das ist schlecht, muss ich feststellen. Aber auch nicht so verwunderlich, muss ich sagen. So, Meisterring. Ja, können wir im Prinzip jetzt mal halbieren. So, Maximum PP werden erhöht. Sternglücksbringer, Schattenarchiv, beständige Vision. Mit Schattenarchiv Plus drauf, können wir halbieren. So, Magiekraft erhöht sich drastisch, stellt bei erlittenen Schaden die MP wieder her, legt mehr an, um den Effekt zu verstärken. Das ist wahrscheinlich E-Spirit drauf, würde ich vermuten. Zertario können wir auch einmal herstellen, können wir Zertario Plus wahrscheinlich machen, ja, habe ich schon gedacht. Am halbieren. Ja, uns fehlen jetzt wichtige Visionen, der ganze Kram, das muss ich mir alles wiederholen, das mache ich aber offscreen. So, das haben wir auch, Königin Wache. So, so viel fehlt uns gar nicht mehr. Beim Schmieden auf jeden Fall. Das ist sehr schön. So, dann können wir auch hier sehen. Seht ihr, ich kann alles jetzt kaufen. Bis auf die Kristalle und halt die paar Dinge, die wir halt nicht so haben. Gut, gut, gut. Mal schauen. So, mal gucken, wie das Donald dem mal geben. Kurz mal schauen, wo sind die denn? Schattenarchiv, 3 AP. Können wir den mal geben. Archiv Plus. Archiv Normal trägt er auch sogar. Okay. Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Haben wir noch ein 2 AP oder nicht? Nein, habe ich nicht. Natürlich nicht. Warum auch? Was trägt unser Hans-Peter hier? Unser Goofy. Goofy trägt ein 5er. Dann geben wir ihm das mit der Magie. Das ist besser. Okay, ich hab auch den Expert. Der Meisterring ist ja genau außerordentlich. 7 AP, das ist echt viel. Okay, das ist wurscht. Was haben wir hier? Wir haben gar nichts geschmiedet hier, ne? Nein. Waffe, Infinitivwache, mal gucken. What? 13, Alter, what the fuck? Ja, aber natürlich bei Donald ein bisschen schwachsinnig, weil er ja zaubert. Deswegen muss ich das jetzt nicht aus. Es ist einfach nur zu besitzen. So. Gut, ich wollte in diesem Part mit euch die letzten Truhen holen, die uns jetzt noch fehlen. Das Problem ist, eine Truhe werden wir definitiv nicht bekommen, weil wir dafür was machen müssen, noch was wir noch nicht gemacht haben. Aber ich werde die anderen 12 einsammeln schon mal. Dafür müssen wir nach Twilight Town, Raided Garden, Agrabah, Port Royal. Ich habe mir extra nachgeschaut, wo die sind. Ich habe ungefähr die Gegend aufgeschrieben, wo die sind. Ich werde sie ja mit euch suchen direkt, damit wir den Part hier füllen können, ganz in Ruhe. Und ja, ein paar Sachen noch besprechen, so wie das jetzt demnächst weiterlaufen wird. Ja, wir gehen erstmal hier.
Gut, okay. Wie werden wir das machen? Also, in Raining Garden sind es 4 Truhen, die wir holen müssen. Außer Raining Garden, nicht Raining Garden, Trailer Town, Entschuldigung. Bei Trailer Town sind es 4 Truhen. Das sind 2 davon im Traumforum, einem Abendbrotviertel, wo wir jetzt gerade sind. Und im Herrenhaus fehlt uns auch noch eine Truhe. So, dann können wir auch endlich mal das Orihalkum Plus bekommen, damit ich endlich das Ultima mal schmieden kann. Das kann ich immer noch nicht machen, weil mir immer noch dieses Kack-Orihalkum Plus fehlt. Verdammte Scheiße, ey. Level bin ich 78 jetzt, glaube ich. Da habe ich mir überlegt, dass wir jetzt noch warten mit dem einen speziellen Boss, den wir noch nicht... Alter, was machst du da? Damit warten wir jetzt noch, bis ich Level 85 bin, weil, ich würde schon gerne Trotzkopf haben dafür. Und da uns Trotzkopf ja noch gerade fehlt, und ich würde gerne Trotzkopf halt gerne haben. Und bevor ich das nicht habe, traue ich mich auch ehrlich gesagt nicht gegen ihn zu kämpfen, weil das ist halt scheiße. Ohne Trotzkopf. So, ich muss kurz mal selbst schauen, wo die jetzt gerade ist. Ich weiß nämlich jetzt auch gerade nicht, ey. Das ist auch toll, ey. Das ist wunderbar. Das Lustige war, ich habe das ja schon einmal versucht aufzunehmen. War nicht allzu lange vor den letzten 6 Parts. Da wollte ich auch schon den Truhen einmal sammeln gehen. Hab's dann aber nicht gemacht, weil ich mir gedacht habe, das kannst du auch später machen noch. Und willst erst was anderes machen, habe ich erst mit den Turnieren erst vorgezogen. What the fuck, wo ist die Truhe jetzt? Alter, ganz im Ernst, ey. Ich versuche auf jeden Fall, das in diesem Part zu schaffen. Hoffe ich, dass wir es schaffen. Ja, das ist natürlich jetzt wunderschön. Ich bin verwirrt. Das ist merkwürdig. Ich weiß jetzt gerade ehrlich nicht, wo die ist. Die muss hier... Hä? Ach, da! Ich hab sie, okay. Alles klar, wollte gerade sagen. So, Mithrilsplitter. Hätten wir vorher schon einsammeln können. Habe ich nicht getan, mein Fehler. So, okay. Wie wird's weitergehen jetzt erstmal? Also, ich habe vor, in diesem Part, wie gesagt, die Truhe mit euch zu sammeln. Das, klar, habe ich ja bereits erklärt. Dann werden wir morgen und übermorgen, denke ich mal, es wird 2 Parts bestimmt dauern, ich weiß es nicht genau, werden wir anfangen, die Puzzleteile zu sammeln, die letzten. Das sind noch ungefähr 70 Stück, ich weiß nicht genau, wie viele das jetzt sind. Weiß jetzt nicht, aber es kommt, müsste ich nachgucken. Will ich jetzt aber nicht, weil ich keine Lust habe, gerade nachzuschauen. Das sind ungefähr 70 Stück, circa, sag ich jetzt mal. Das machen wir auch jetzt demnächst, damit ich die Sachen auch fertig machen kriegen kann. Da kriegen wir auch noch Formeln für, meine ich. Und auch noch ein paar Items, wie zum Beispiel Kraftbolzen und den Quatsch, damit wir unseren Status noch erhöhen können. Und ja, damit wir das im Tagebuch auch schon mal haben. Dann werden wir dann danach anfangen, die Minispiele zu machen. Also die, die wir hier zum Beispiel... Warte, das können wir mal holen. Damit wir... die auch langsam und stetig mal fertig bekommen. Kann ich ob hier jumpen? Wo war das? Der Durchgang hier? Da oben, ne? Hier war das. Hier. So. Hoppala. So. Damit wir das auch endlich mal fertig machen. Grund ist einfach... Nein! Fuck! Damit wir das endlich mal fertig bekommen hier. Und damit das auch durch ist. So viel ist das im Prinzip... Also ich sag mal so. Es gibt ein paar Sachen, die wirklich noch scheiße sind. Die, wo ich mich auch noch ärgern werde, dass wir das machen müssen. Aber im Großen und Ganzen haben wir ja im Durchspiel gesehen, beim letzten Screen, dass wir schon 77% des Tagebuchs haben. Obwohl wir ja wirklich noch nicht viel gemacht haben. Es ist ja so, wir haben wirklich ja noch nicht viel getan. Das ist ja das Komische. Wir haben ja wirklich nur ein bisschen Kleinkram immer erledigt und sowas. Und ja, das ist halt komisch. Finde ich auf jeden Fall. Aber hier müsste auch eins sein, genau. So, Morgengrauen. So, ich muss schauen. Die eine Truhe, ah, da sind beide. Ich sehe sie beide. Okay, einmal hier. Dann einmal Mithrilsplitter nochmal. Und einmal hier nochmal Abilitamin. So, gut. Können wir nicht benutzen natürlich mehr, weil Sora Maximum Abilitamin schon benutzt hat. Bisschen scheiße finde ich das, weil... finde ich merkwürdig, da wir im Prinzip ja nicht viel benutzt haben. Und ich kann... Ich meine damals, als ich es gespielt habe auf der PS2, dass mehr ging. Dass das Limit nicht da war, als wie jetzt. Was ziemlich merkwürdig ist. So. Die Minispiele werden als nächstes dann gemacht. Ja, das, was wir hier sehen, das müssen wir auch noch machen, weiß ich. Aber das machen wir noch hier nicht. Das machen wir die Woche drauf. Das ist jetzt gerade die Woche von der Gamescom, meine ich. Wo dieser Part kommt. Das müsste der Mo... Alter! Der Montag sein, ja? Ja, ich weiß. Ich kümmere mich gleich... Ich kümmere mich später drum. So, danke. Geht doch. Abenddämmerung. So, das wird dann kommen. Dann müssen wir noch die ganzen Magier besiegen. Also die ganzen Mushrooms, Mushroom 13 oder die... Pilzkobbe, die müssen wir auch noch besiegen. Besiegen nicht hier, aber. Auch noch machen. Das ist auch eine Aufgabe, die wir noch. Alter, hör auf zu nerven, Mann! Meine Fresse. Dass wir das auch noch erledigt bekommen. Und ja.
Danach werde ich dann, wenn ich Level 85 bin, den einen speziellen Boss besiegen, den wir noch nicht gemacht haben. Ich will, wie gesagt, Trotzkopf gerne haben dafür. Denn ich glaube, mit Dickschädel, nur Dickschädel, wird das sehr schwer werden. Also vom Level her sind wir stark genug inzwischen. Das ist nicht das Problem, ja, selbst jetzt schon. Wir sind Level 78, meine ich. Ich glaube, jetzt selbst schon sollten wir es schaffen können. Aber ich sag mal so, ich würde es sehr gerne schon haben. Das ist die Sache. So, ich will kurz was schauen. Nee. Wir kriegen auch von dem Bossfight, den ich gerade angesprochen habe, ein Schlüsselschwert und nochmal eine Drive-Leiste dazu. Dann haben wir 8. Wir haben jetzt im Prinzip das Maximum, was wir im normalen Kingdom Hearts 2 haben können, haben wir bereits. 7. Dadurch, dass wir ja hier schon ein paar von den Silhouetten platt gemacht haben. Aber da kommt ja auch nochmal was. Das werden wir auch später machen, aber das erst in 2-3 Wochen circa, weil da ist noch nicht die Vorbereitungszeit zu Ende für. Und das würde ich gerne schon so machen, dass wir das mit eines der letzten Dinge machen. Dass wir die Kämpfe zum Schluss machen. Damit wir nur noch das haben. Damit wir soweit, dass wir das Tagebuch erledigt haben. Und ja, Minispiel habe ich ja bereits gesagt. Da ist es auch so. Da werde ich euch das meiste, ich werde euch viel, viel zeigen, klar, logisch. Ich werde es auch bei dem hier im Let's Play probieren, dass wir es schaffen, die Anforderung fürs Tagebuch gleich zu machen. Aber wenn ich es nicht schaffe, werde ich das Osmi nachholen. Das ist klar, das habe ich bereits gesagt. Bei dem Turnier ja auch gesagt, beim Cups, dass ich das, was ich nicht schaffe hier im Let's Play, dass ich das ein-, zweimal maximal probiere und danach dann das Offscreen mache, weil sonst würde die Zeit zu lange dauern. Ihr seht schon, ich habe schon 42 Stunden auf dem Buckel jetzt inzwischen. Das letzte Part, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden haben wir da. Weiß ich jetzt ehrlich nicht. Das müsste ich nachschauen. Aber, ne, ihr versteht schon, wie ich das meine, denke ich mal. So. Als nächstes gehen wir nach Radiant Garden. Da können wir direkt eigentlich hier hin oder hier hin. Weil wir sowieso in einen Raum müssen, wo wir noch nicht drinne waren. Da wir da nicht hin konnten. Und weil man dafür die 1000 Herzlose besiegt haben muss. Weil wir sonst nicht da reinkommen können. Komm. Okay, scheiß drauf. Lass wir das machen. So, da ist nämlich hier vorne ist auch nochmal ein Sticker. Wir müssen so fast die Welt nochmal rein, um die Sticker holen, die jetzt noch fehlen. Das sind eigentlich viele auch noch. Weil wir davon nicht so viel gesammelt haben bisher. Übrigens muss ich mich für eine Sache entschuldigen. Es gibt eine Sache, die ich aufsehen getriggert habe schon. Weil ich was gemacht habe. Wie gesagt, ich war in jeder Welt einmal, auch in Schloss Disney. Kosmische Kette erhöht Feuer, Eis und Blitzresistenz extrem, erhöht die Abwehrkraft deutlich. Da ist ein Sticker, den wir mit. Wir sind gerade in der Herzlosenfabrik übrigens. So ein kleiner Tipp nebenbei. Ich dachte jetzt gerade, das wäre die Stelle, wo wir gegen hier Drake gekämpft haben in Kingdom Hearts Birth by Sleep. Aber nein, ist es nicht. Schade. Das wäre cool, aber gibt's ja nicht. So, ja, jetzt müsste ich im Prinzip einmal zurücklaufen. Mache ich aber nicht, bin faul. Deswegen gehen wir zur Weltkarte und port uns dann direkt dahin. Wir müssen nochmal in die Cavern of Remembrance. Da haben wir viele Truhen übersehen, weil wir auch viele Sachen nicht machen konnten. Und viele, viele Truhen haben wir da nicht geholt und eine können wir eh nicht sammeln. Weil halt, ne, ihr versteht schon. So, steigt der Eingang. Ich sag mal so, dass wir das jetzt sammeln. Ich denke, ich versuche das in diesem Part abzuschließen. Und wenn der Part ein bisschen länger wird, ist das halt so. Aber da haben wir die Truhen fertig. Dann haben wir das schon mal geschafft. Denn jetzt die 301. Truhe kriegen wir erst, wenn wir die 13 hier... Ja, die 13 Kopier-Datenkämpfe gemacht haben. Dann kriegen wir die letzte Truhe erst, weil das was mit dem, hier mit Sora zu tun hat. Das kriegen wir dann erst. Und da wir das ja noch nicht machen, wir könnten es machen, sogar schon. Weil es gibt auch Leute, die haben es auf Level 1 gemacht. Deswegen sollte es wahrscheinlich auch jetzt schon möglich sein für mich. Aber nein, noch nicht. So, jetzt müssen wir jeden Ding einmal abgehen hier. Ich weiß jetzt nämlich wirklich nicht, wo die Truhen hier sind. Das ist halt das Problem. Und ich habe auch geschaut auf der... Okay, da oben ist eine. Na, pass mal drauf da. So, jetzt muss ich mal kurz gucken, wie ich da am besten hochkomme. So, kurz mal schauen. Ich habe die Idee vielleicht, wie das klappen könnte. Mal gucken. So, hoppala. So, gut, haben wir. Alles schön. So, Abilitamin. Ich muss kurz mal nachschauen im Tagebuch, weil ich weiß jetzt nicht, wie viel Truhen uns jetzt hier wirklich noch fehlen. Schätze. So, es fehlen noch 4 Truhen oder 3. Können wir uns davon einsammeln noch. Das ist das Problem. Ich glaube, es ist aber Minenschacht. Ist das eigentlich schon eine Mining Area? Das ist nicht mehr hier. Hier haben wir alles eingesammelt, meine ich. So. Da war noch ein Sticker irgendwo, ne? Ein Puzzleteil. Da. Okay, nehmen wir mit. So, hoppala. Raus hier. So. Ja.
glaube, sonst Minenschacht, mal schauen. Das ist halt das Problem. Das meiste sind im Prinzip immer nur Freudensteine und die ganze Scheiße, was wir halt jetzt hier nicht gesammelt haben. Ich muss jedes Ding aber wirklich abgehen, weil ich nicht weiß, wo wir sie nicht eingesammelt haben. Das ist halt das Problem. Obwohl, ich muss ja sagen, wir waren ja wirklich lange drin auch. Auch in dem einen Part, wo wir hier total verkackt haben. Ich habe die Ahnung, dass wir es wieder verkacken werden. Ja, das war klar. Hab mich schon mit gerechnet. Scheiße. Ach, Mann, ey. Geht doch. So. Cute. Wollen wir hier nochmal lang gehen? Ich habe keine Ahnung, wo uns was fehlt. Aber im Prinzip ist das jetzt wieder da, wo wir gerade eben mehr waren. Da haben wir die Wand ja weggefetzt, das eine Mal, wie wir hier waren. Wir gehen in die Mine rein. Mal gucken, ob wir hier was liegen lassen haben. Letzten Truhen in Agrabah und in Port Royal sind ganz leicht zu finden. Das ist nicht schwer. Es betrifft im Prinzip nur das hier. So, hier ist aber nichts. Muss ich wieder angreifen, oder was? Na, kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Muss ich tatsächlich nochmal angreifen? What the hell? Hallo. Ich würde gerne den angreifen. So. Okay, nee. Ich dachte jetzt gerade, müssen wir es noch machen. Egal. Im Prinzip ist es nicht so ein spannender Part, ich weiß. Aber das muss gemacht werden für 100%. Und das konnte ich nicht offscreen machen. Im Prinzip habe ich jetzt schon zu viel eigentlich offscreen gemacht mit den Items. Das war auch zu viel, fand ich jetzt selbst auch schon. Aber das Problem war, hätte ich das wirklich gezeigt, ganze Zeit, wo ich das gesammelt hätte, ich habe bestimmt locker 2-3 Stunden dafür gebraucht. Also es ist wirklich lang gewesen jetzt. Und das wäre halt übermäßig zu viel gewesen auch, finde ich. So, ich muss alles abgucken, genau. Alles ganz genau abschauen hier. Damit wir nichts liegen lassen. Das wäre sonst ärgerlich. So, mal kurz hier schauen, ob hier noch was ist. Hoppala, da sind wir. Ach, wir sind auf der Seite, okay. Dann sind wir hier ein bisschen abgekürzt. Ich muss jetzt wirklich gucken einmal, ob wir hier nicht irgendwas liegen gelassen haben. Ich muss kurz mal so gucken, das wollte ich jetzt nicht. Wir können ja so gleiten ein bisschen. So, mal wieder rüber. Ja. Das ist ein bisschen kacke, weil ich nicht genau weiß, wo wir die liegen gelassen haben. Deswegen jump ich jetzt hier auch nochmal runter. Oder war, hier war doch der Schalter, ne? Ja, da war das Ding. Okay, nicht, dass ich da wieder runter jump. So, hier ist nur das Ding. Da kommen wir da hoch wahrscheinlich, ne? Ja, toll. Das sollte ich jetzt nicht. Mal hier lang. Okay. Das ist nur eine Hilfe, um da hochzukommen. Okay, alles klar. So. Ich erkläre jetzt nicht, ich verstehe jetzt noch nicht, wo wir den Truhen liegen gelassen haben. So, komm mit hier. So, hoppala, hoppala. Da war nichts mehr. Gehen wir hier lang einmal. Hier sieht es nicht aus, als ob hier noch was wäre. Da wollen wir den liegen gelassen, man hat das Scheiße. Das ist auch kacke jetzt hier, ey. Ach Gott, ist das nervig, wenn das nicht steht, wo die sind, ey. Ist das nervig? Ist das nervig? Dunkles Gedächtniskarte. Freue das. Das Dumme ist auch, dass hier auf der Seite, wo ich gucke gerade, dass sie nicht ordentlich geordnet sind. Dass ich das nicht von das sehen kann, wie das halt ist. Das ist halt das Problem. Und da ich nur sehen ungefähr ab. Oh, scheiße. Nur abschätzen kann, wo ungefähr die sind, ist es halt scheiße. Dass ich dann halt das nicht so sehen kann. Kann auch sein, dass es nicht hier ist, dass es in einem anderen Raum ist. Das kann auch sein. Deswegen würde ich sagen, wir gehen erstmal weiter. Minenschacht. Gehen wir mal hier gucken. Wie gesagt, 3 Truhen fehlen uns der Diff. Ha, fail. 3 Truhen fehlen uns auf jeden Fall noch. So, Kraftbolzen. Die habe ich nicht gesehen, ohne Scheiß. Kurz hier mal lang gehen, Amma. Aber hier kann nichts sein. Dann geht es runter wieder zum anderen Gebiet, wo wir gerade eben waren. Da ist nämlich eine Tür. Sehr komisch, sehr komisch. So, 3 Truhen noch, ne? 2 waren das noch. 2 oder 3, ich weiß es nicht genau. Na, ich wollte nicht auf Beziehung, auf Charaktere. Ich wollte auf Taruen. 2 Stück.
Ah, zwei Truhen, das ist doof. Das ist dumm. Das ist hier, ne? Okay. Aber warte mal, müssen wir so machen. Erst fliegen und dann den Doppelsprung machen. Okay, haben wir. So. Gut, Maschinenraum. Das kann auch sein, dass hier zwei Truhen fehlen. Ich weiß es nicht. Das tut mir leid. Ich habe keinen Plan. Ich habe keinen Plan. Das ist halt scheiße, weil wir auch, wie wir das erste Mal hier drinnen waren, meine ich, sind wir tatsächlich nur hier durchgelaufen. Ich habe eigentlich gar keinen Bock, irgendwo zu kämpfen, ich schon mal erwähnt. Aber von denen kriegen wir die hier Gegenstände, die hier, na, wenn wir eins einsammeln, kann ich so sagen, wie sie heißen. Ich komme gar nicht drauf, wie sie heißen, ey, fail. Aber jetzt geht kaputt und gib mir mal ein Item hier, kann man mal sagen, wie die heißen. Na, lass es doch. So, die Gedächtnisdinger, genau, so, jetzt habe ich wieder. Die Gedächtnisteile bekommen wir hier. Ich habe keinen Bock, gegen euch zu kämpfen, lass mich in Ruhe. Also würde ich gerne, ja. Habe ich schon mal erwähnt, dass ihr mich nervt? Okay, ihr nervt mich. Könnt mal bitte jetzt sterben gehen. Dankeschön. Das ist nett. Oh, komm schon. Auf zu nerven. Freudenstein. Ihr sollt mich nicht nerven. Ich will auch nicht gar nicht gegen euch kämpfen. Ja, kein Bock gegen euch zu kämpfen. Habe ich schon mal erwähnt? Danke. So, hier ist aber nichts. So. Autsch, das ist mir egal. Ich will jetzt einfach nur durchfliegen, ja? Mein Gott, hör auf zu nerven. Ich habe keine Lust. Vor euch. Leck mich. Na, du bist so ein Arschloch, ey. Ah. Ja. Gut, das war jetzt ein bisschen fail, muss ich zugeben. Ich würde jetzt eigentlich gerne mal hier einmal mich einmal umsehen, bitte. Das wäre nett, wenn ich das darf. Ja, ich würde jetzt gerne durchfliegen, aber... Ja, das war mein Plan. Okay. Da oben ist eine Tür. So, mal schauen. Lass mich doch mal jetzt in Ruhe. Mein Gott, lass mich doch hier durch jetzt hier. Also zwei Truhen haben wir hier definitiv gefunden. Mein Gott, ich will doch nicht darunter. Lass mich in Ruhe. So. Okay, das ist hier Minenschacht wieder. Da, ich sehe zwei Truhen. Ich hab sie, glaube ich. Ich hab sie. So, Nummer 1. Abilitamin. Und da links ist oben ist noch eine. Ja, ich hab sie beide. Okay, alles klar. Wir haben sie. So, beständige Vision. Okay, wir haben alle. Von hier auf jeden Fall. Fuck. Ja, ganz toll. Soll ich jetzt nochmal durchlaufen, ey. Mann, ihr geht mir auf die Schnürsenkel gerade. Mein Gott, nervt sie nicht hier. Oh, komm schon. Jetzt muss man auch heilen hier, ey. Mit dem Händen. Ah. Wer ist tatsächlich neben... Naja, weißt du eigentlich, wie scheiße du gerade bist? Leck mich am Arsch. Oh, Leute. Lass mich das Ding hier nicht in Ruhe lässt, ey. Ich will doch einfach nur hier weg. Danke, geht doch. So, weg hier, Minenschacht. Ich möchte jetzt nur einen Savepoint finden, damit wir wieder raus können, damit wir noch Agrabah können. Ah, Gott, ey. Aber ich mache mir jetzt immer bekloppter. Warte mal. Kurz mal warten. Oh Gott, jetzt verkacke ich das hier wieder, oder was? Ah. Ja, das Problem ist nicht die letzte Truhe. Die letzten beiden Truhen weiß ich. Die letzten drei Truhen weiß ich. Oh, ich glaube das nicht. Oh, ich glaube es jetzt nicht. Jetzt komme ich ja nicht durch, oder was? So, jetzt. Meine Fresse. So. Ruft ins Gedächtnis. Ich will doch nur ein Savepoint haben, um wegzukommen. Alter. Wie gesagt, letzten Truhen sind nicht schwer. Da wundert mich... Wisst ihr, was mich wundert ein bisschen? Dass wir die eine Truhe nicht gesehen haben, weil wir da direkt dran vorbeigelaufen sind sogar. Und die anderen beiden waren wir... sogar drinnen einmal in dem Raum. Da haben wir das Training für die Limitform gemacht. Da habe ich das hab ich da gezeigt für euch. Aber wundert mich, dass ich das... Ach ja, genau. Wo wir jetzt gerade hier sind. Seht mal. Das habe ich euch gezeigt. Seht mal. Es sind alle da. Wir können übrigens alle Kämpfe machen hier. Aber die letzte Truhe wird hier auftauchen. Die werden wir hier einsammeln später. Das wird aber erst später sein. Dann haben wir das erledigt. Dann haben wir die Truhen. Gleich geschafft. Und ich weiß gar nicht, haben wir so Raikon Plus schon gekriegt? Ich glaube nicht, ne? Leute, ihr nervt mich. Nervt mich nicht. Ich weiß gar nicht, wie wir das machen wollen gleich. Bei den hier... bei den Stickern. Ob ich das auch komplett mit euch zusammensuche. Oder ob ich das nachkommentiere. Das Problem ist, ich habe gar keinen Bock nachzukommentieren. Ganz im Ernst, ich kann es mit euch hier direkt suchen. Dauert es halt zwei Parts oder so. Keine Ahnung, wie lange wir dafür brauchen werden. Aber zwei, drei Parts, weiß ich nicht. Yay, Stickersuche. Aber wenn wir das vollständig haben, wäre cool.
So, wollen wir erstmal Port Royal. Ja, toll, Paddy. Du bist eindeutig an der falschen Stelle gewesen. Da müssen wir zur Wrackfestung. Auf der einen Stelle im unteren Teil des Schiffes. Da ist noch eine Truhe, die haben wir übersehen. Hammer toll. Nein, toll, wir sehen wahrscheinlich nicht, aber wir haben sie nicht eingesammelt. Aber kacke. So. Dann wollen wir das mal machen. Weil ich nicht gedacht, dass wir tatsächlich ein paar dafür brauchen. Aber immerhin haben wir das denn geschafft. Dann mit 300 Truhen, dann müssen wir nur noch die besiegen. Nur noch besiegen, ja. Oh Gott, ey. Aber es mal auch, dass ich maximales Level bin. Ja, wollte gerade sagen, wo wir jetzt aber überhaupt hin. Wrackfestung. Ach Gott, Leute, nervt mich nicht hier. Nerv mich nicht. Na, geht dann weg, dann kann man den Würfel. Erinnert mich immer an Luxor. Das erinnert mich immer an Luxor. Ist schön, dass wir dadurch ein bisschen die Welt nochmal zu sehen bekommen. Also die Welt 10, auf jeden Fall. Ach, guck mal an. Ja, ich will eigentlich gar nicht gegen euch kämpfen, aber schön, dass ihr mir in den Kampf reinläuft. Danke. Und abwärts. So. So, haben wir. Alles klar. So, die Truhe, die uns fehlt, ist hier unten. Haben wir Fail, oder? Abilitamin schon wieder. Ich wollte sagen, ich habe gerade das Leuchten gesehen, aber es hat mich nur getäuscht. So, die letzten beiden Truhen sind in Agrabah. Die wollen wir jetzt auch eben mal. Aber warte mal, wenn ich das jetzt gerade sehe hier. Hey, was zur Hölle? Was mache ich denn hier wieder? Hui, ich treffe nicht. Scheiße. So, Morgengrauen. Ich schwimme jetzt übers Meer. Aber gehe ich nicht eigentlich direkt da rein, ey. Kapitänskajüte. Wir haben mal ein bisschen längerer Part wieder. Na, ein bisschen länger mal nicht, aber... Es war von Anfang an klar, dass wir dafür länger brauchen. Weil ich zum Teil ja nicht mal wusste, wo ich die vergessen habe. Und bevor wir jetzt hier 300 Jahre oder ich das zusammenschneiden und das in 5 Minuten abgehandelt habe, das wäre langweilig. Für euch und für mich auch. Vor allen Dingen, ich müsste es nachkommen. Ich habe keinen Bock zu, sag ich bereits. So, und letzte ist in der Schatzkammer, wo wir den Mushroom bekämpft haben, wo wir die Limitform gelevelt haben. Da ist der letzte drin. Mit den Mushrooms, das mache ich in einem Part zusammen. Das mache ich jetzt nicht mittendrin. Das mache ich alles zusammen. Nicht, dass ihr denkt, dass ich jetzt irgendwann kurz das machen könnte. Ich könnte es wahrscheinlich schon machen, locker. Ich glaube, den ja, der hier unten ist, den müssen wir in 10 Sekunden besiegen. Das kriegen wir hin. Aber das mache ich nicht jetzt. So, hier sind auch Sticker. Zwei. Einer auf jeden Fall. Wenn ihr wischt, ja wieder nicht. Danke. So, hier ist Nummer 1. Und da ist der Freudenstein. Und hier drüben ist nochmal ein Sticker. Noch einer mehr. Und da ist die letzte Truhe. So, zack. Abilitamin. So, kurz mal nachschauen. Jetzt müsste da ein Stern sein, weil ich schätzen. Genau. 300 Truhen. Es fehlt uns nur noch die letzte Truhe. Genau. In hier Wedding Garden. So. Dann würde ich sagen. Ja, würde ich sagen. Was wir sagen. Nein, dann würde ich sagen, dass ich den Sticker oben noch einsammeln. Danke. Dass wir den Part an dieser Stelle beenden. Und, ich will kurz das schauen. Wie viele Sticker fehlen uns? Puzzleteile. Es fehlen uns nur 44 noch. Das ist nicht viel. Dass wir das im nächsten Part in Angriff nehmen und das hier abschließen. Das sieht echt viel aus, ne? Finde ich auch irgendwie. Aber gut, das machen wir im nächsten Part dann. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.